Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer drauf rumgefahren Diego. Ja, das kleine Land in der V2. Ich hab Post von Kalle gekriegt. Tolles PDA. Oh, der Dings ist ja wieder da. Alper Pitsch. Warum ist denn das jetzt weiß? Das ist neu, diese Art der PDA. Aber im ersten Moment habe ich mich gerade erschrocken wegen der PDA. Aber auf den zweiten Blick wirkt es, ist es noch übersichtlicher dadurch. Krass, und der Steg ist wieder da. Er hat ihn ja letzte Mal rausgenommen, weil das ja wohl irgendwie nicht ging, dass man aus zwei verschiedenen Standard-Maps Sachen nimmt. So ein Giants-Ding, muss man nicht verstehen. Alter, das ruppelt ja voll, wenn man da drüber latscht. Crazy. Ja, also der Steg ist wieder da. Es ist ein Träumchen. Es sind viele traumhafte Dinge passiert. Machen wir einmal kurz das Türchen auf. Ich habe von Kalle sogar eine Gebrauchsanweisung bekommen. Ich habe auch jetzt nur die Mods drin, die Kalle mir so standardmäßig empfohlen hat. Also er hat sie mit dabei gepackt, sagen wir es mal so. Und ist eingereicht im Mod-Hub. Wird also jetzt, ich denke, in Kürze erscheinen. Es ist ja jetzt nicht viel passiert. Er hat die Map vergrößert ein bisschen. Ein paar Felder sind dazu gekommen, ein paar Wiesen sind dazu gekommen. Ich weiß gar nicht. Fünf neue Ackerflächen, zwei neue Wiesen hat er geschrieben. Und, oh, ist das hier schon? Warte mal, ich muss einmal alle Türen aufmachen, damit ich überall rumlatschen kann. Das macht mich irre sonst. Ja, sehr schön. So, und das hier sind. Das sind wahrscheinlich das Haarpflaster, das von Richie, ne? Weil es ist wieder passiert, ja, es ist wieder passiert. Und zwar hat der liebe Richie nicht gesagt, hier, du kannst dich mal gerne haben, wenn du eine Map bauen willst, sieh zu, sondern er ist auf ihn zugegangen und hat ihm geholfen und Sachen erklärt und gezeigt und gemacht und getan. Und das finde ich immer so toll, ne? Dass das so ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander. Ja, er hat geschrieben, hier die Türen gehen auch weiter auf jetzt. Ein Träumchen. Ein Träumchen, Leute. Ein Träumchen. Ich muss natürlich die andere Tür auch noch aufmachen. Okay. Ein Silo war auch noch. Wir machen nicht alle Türen auf. Ein Silo. Habt ihr schon ein Silo gesehen? Hier soll ein Silo sein. Ach nein, das war kein Fahrsilo, Diego. Ein Silo für Heu und Stroh und Mischration. Das Silo suche ich doch. Ah, hier hat das hingestellt. Okay. Ja, das passt auch richtig gut hier hin. Also hier könnt ihr Heu, Stroh und Mischfutter reinmachen. Ja, ich habe immer gerne noch so ein Dach darüber, damit uns der Sumpf nicht verläuft. Aber gut. Wir müssen ja auch noch irgendwas für die V3 haben, ne? Wenn wir jetzt in der V2 schon die absolute Perfektion machen, dann wird es ja langweilig sonst, ne? Wir müssen auch den Kalle immer bei der Arbeit halten, ne? Nicht, dass nachher denkt, so, jetzt das war's oder so, ne? Das geht natürlich nicht. Nein, ist schön. Ist schön, gefällt mir. Gut umgesetzt. Was haben wir denn noch? Er hat mir geschrieben, ich soll die Hauptstraße entlang fahren. Und da würde ich schon alles finden, meinte er. Weitere Nemo. Und es ist, ich muss einmal nochmal die PDA machen. Seht ihr da irgendwo ein P? Es gibt Gs, es gibt Fs, es gibt ein P, tatsächlich. Ja, vielleicht kommen wir da noch vorbei. Okay. Ich muss erstmal, wo ist denn die Hauptstraße? Habe ich aber hier einen gewaltigen Koffer rausgesucht. So. Wir wollen das Ding natürlich auch spielen. Ne? Ich habe gesehen, ich hatte da ja mal so ein angezockt gemacht. Vanilla, ne? Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, ne? Also. Weil ich habe das Gefühl, das Video hat doch mehr Klicks bekommen als andere Videos von mir.
Und deswegen, entweder seid ihr alle, findet ihr die Map so toll oder ihr findet das toll, dass ich die spiele. Das kann ich immer nicht so rausfiltern. Das viel ist auch der YouTube-Algorithmus schuld. Das hat auch nicht immer wirklich einen Hintergrund. Nee, also wenn ich sie spiele, also aber noch nicht Vanilla, bitte. Ne? Das ist nochmal was, was ich gerne wissen möchte. Nicht 100% Vanilla. Ansonsten, sie wird auch für die Konsole kommen, steht hier. Das hat er nochmal nachgereicht. Ja, super, gerne. Ne? Die Konsolieros, das sind ja die ärmsten Teufel hier im LS. Ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist mit der... wie viel abkippen kann ich hier? Ne? Ihr wisst, wie sagt man das denn richtig? Also hier ist Map Ende, ist übrigens ein wunderhübsches Map Ende. Hier war früher das Map Ende, das hat sich jetzt geändert. Ach, und deswegen sagt er auch die Hauptstraße fahren. Hm? Und nicht irgendwelche Schleichwege über den Patt. So, pass auf. Dann machen wir es auch richtig. Wenn der Kalle mir schon eine Gebrauchsanweisung mittut, dann... das war also mal ein schönes Map-Ende. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ne? Jetzt, hat der Zaun jetzt auch eine Collie? Ich glaube, da war letztes Mal auch was. Ja, so. Wir kollidieren. Okay. Das ist wichtig, wenn man die Map im Mod-Up einreichen möchte. So, also die Hauptstraße entlang bügeln. Machen wir, Chef. Machen wir. Machen wir erstmal die Zeit, sehe ich gerade. Machen wir erstmal auf 1. Nicht, dass ich hier am Ende des drauf rumgefahren Mitternacht habe oder so, ne? Ja, ich weiß nicht, wie lange das ist hier, ne? Naja, wir müssen hier mit so Mittelklasse-Geschichten müssen wir veranstalten. Vielleicht machen wir dann Rundballen. Weil ich habe immer das Problem, wenn ich ein bisschen ältere Traktoren spielen möchte, dann kann ich... sehr schlecht Quaderballen pressen. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich Rundballen machen. Und dann ist der Rest ist easy. Treckers gibt es ja genug. Mal einmal kurz gucken, geradeaus. Geht es noch zu einem Feld und dann ist auch wirklich Map-Ende. Okay. So was einfach mal. Komm, wir fahren einmal. Wir haben doch die Zeit, YouTube, wir haben doch die Zeit. Hier ist noch ein kleines Örtchen. Nicht so ein Örtchen. Nee, was ich eben noch wegen den Früchten. Ich hoffe, dass ich hier die Futterweiterung reinkriege. Aber nur Mais Plus quasi. Das reicht mir schon. CCM brauche ich nicht mal unbedingt, wenn ich nicht mit Schweinen spiele. Wenn ich mich nur auf Kühe beschränke, brauche ich das nicht. Wenn Seasons geht, mache ich sie auch gerne mit Seasons. Wenn Seasons nicht geht, ist auch nicht schlimm. Ich kann jetzt die letzten paar Monate kann ich auch noch ohne Seasons auskommen. Es wird ja dann im neuen LS wird es ja ein Giant Seasons geben, was anders ist als das Seasons, was wir uns jetzt kennen hier. Und dann ist das auch egal. Sehr schönes Map-Ende mal wieder. Keine Baumtapete, die einen einfärcht in so ein Gefängnis. Mensch, Kalle, du, die Map-Erweiterung, die hat sich aber gelohnt. Ich fahre schon wieder nicht die Hauptstraße, ich weiß. Ich sollte nur die Hauptstraße fahren. Wir fahren mal einmal am Dings her und kommen dann an dem zweiten neuen Schweinestall vorbei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, schöner Weg, schöne Vegetation. Das lädt richtig ein zum Zocken hier. Mal gucken wir mal kurz, wie groß. Ja, die Felder werden größer auch hier hinten. Okay. Ich denke, G ist dann Gras und F ist Forst. Ne? Steht das hier irgendwo? Habe ich das übersehen? Nee, aber das wird so sein. Ne? Was hat er denn geschrieben? Er hat geschrieben 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Also G ist dann Gras und F ist Forst, also dreimal Forst, wenn ich das richtig sehe. Und dann die 7 Wiesen plus die Felders. Sehr schön, sehr schön. So, gucken, und wenn man ganz auf Wahnsinn ist, dann kann man hier die beiden auch noch miteinander verbinden. Ne?
Für die ganz Heißen unter euch. Schön. Schön hingesetzt, die Hütte. Mit der Bank davor. Yes. Schön, schön. Schöner, also wirklich schön dekorativ angerichtet, das Thema. Sehr schön. Ja, noch ein kleiner See. Sollen wir mal den Wassercheck machen? Wassercheck, check, check. Ein bisschen Angst. Nicht, dass ich gleich zum Hof fahren muss und einen Trecker holen. Ne? Aber dann können wir den Zurücksetzpunkt auch gleich testen. Ich bremse frühzeitig. Okay. Ja, das hier ist echtes Wasser. Okay. Der Wasserträger ist hier hinten bei der Pumpe, ne? Am Hof, den kennt ihr noch, ne? Quasi gegenüber von dem kleinen Steg, der da ins Wasser reinragt. Oh, schön, schöner Schweinehof. Ey, vielleicht mache ich doch Schweine. Ist gerade spontan eingefallen, ich mache vielleicht doch Schweine. Schön, 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 schön. Hier ist auch dasselbe Futtersilo nochmal. Also, ich vermute mal dann auch für Schweinefutter, Mischfutter, ne? Also, schöner Haufen Dirt hier. Zaun auch nicht so hoch. Ja, wie gesagt, Pumpensumpf und Dach, das Thema hatten wir schon. Boah, eine schöne Ecke hier. Ja, 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 schön dekoriert. Den Schutthaufen, den obligatorischen Schutthaufen. Wahnsinn. Ich glaube, sowas kennen die jungen Leute heute gar nicht. Früher hatten wir das. Früher hatte man einen Schutthaufen. Ah, hier ist die große Schweinerei. Hier wird das große Steckdosentreffen stattfinden. Ja, 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 ja. Noch Schiebetüren dran, hat der Tiger auch nichts zu kacken wegen dem Öffnungswinkel. Hier können wir ein bisschen Mucke anmachen, ey, geil. Noch ein bisschen Party on hier. Ich hab jetzt übrigens erstmal wieder geguckt, ey. Ich glaube, ich habe den wirklich nur damals im Kino gesehen und danach nie wieder. Ich rede von Wayne's World, ne? Party Time, excellent, falls einer fragt. Sehr schön. Boah, so Landschaften kann er, ey. Aber auch das hier mit dem Gras und oh, so eine Leiter. Gut, die Leiter ist im Verhältnis zu dem Milchkannen falsch skaliert. Aber gut, immerhin. Es ist eine Leiter da. Besser eine falsch skalierte Leiter als gar keine Leiter. Ich glaube, die Milchkannen sind auch ein bisschen wahne groß. Dafür ist die Leiter ein bisschen klein. So. Hier fahren auch Autos. Ich muss einmal kurz spionieren. Wo geht es denn da noch hin? Hinten zu dem Sternchen fahren wir heute nicht. Da müsst ihr dann selber hinfahren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnte es mit Richie zu tun haben. Könnte. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Müsst ihr dann selber hinfahren. Ja, ich kann jetzt hier nicht schon alles weg, ne? Das geht ja nicht. Ist aber eine schöne Wiese auch hier, ne? Kannst du schöne, lange Bahnen, Rundballen machen. Ja. Ich wünsche dir auch schönes Gras. Kinder, das hier können wir richtig... Das wird schön. So schöne Deutz, so 150 PS Deutz. Mal gucken, vielleicht auch noch einen kleineren, so als Hofschlepper. Und dann hier ganz gediegen, so, ja, Mittelklasse. Dann gehen aber nur Rundballen, wie gesagt. Da machen wir richtig schön hier. Ich freue mich schon. Ich freue mich jetzt schon. Die Erweiterung ist sehr schön auch. Sehr, auch guck mal, hier ist ein Baum quer rüber. Sehr schön, sehr schön. Ich bin gar nicht richtig mal in den Wald rein oder mal so, ne? Ihr wisst, ne? Und trotzdem schön, boah, die Verkaufsstelle, die macht auch richtig schlanke Schuhe. Boah, der Kalle hat ja ein Händchen für sowas, ne? Da kann man nicht meckern, ey. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Richie in Anführungsstrichen nur Tipps und Hilfestellung gegeben hat,
Oder ob Richie hier auch richtig aktiv drauf rumgepest ist, das weiß ich nicht. Ist aber so oder so schön. Ne? Und alleine dadurch, dass er dann aber auch Hilfestellung gibt. Wie gesagt, das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt Leute, die machen das und es gibt Leute, die machen das nicht. Und Richie macht sowas. Ne? Boah, das ist aber auch mal richtig schön geworden hier. Mit dem Schotter direkt am Haus und dann das Grünzeug. Und hier so kleine Inseln mit. Das ist richtig schön geworden. Ein Verkaufspunkt hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Er hat dazu auch was geschrieben, so ist es nicht. Schön. Wirklich lädt zum Spielen ein. Es ist einfach eine chillige Gegend hier, die zum Spielen einlädt. Das drauf rumgefahren Video wird übrigens ein bisschen länger. Ah, hier ist ein Map-Ende. Hat er auch geschrieben. Und die neue Verkaufsstelle stellt das Map-Ende dar. Sehr schön. Sehr schön, wir gucken uns das noch einmal. Ach, was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt mit P? Hä? Ja. Seht ihr? Die neue Verkaufsstelle ist auch gleichzeitig das Map-Ende. Mega. Mega. Ja gut, da jetzt hinter dem Silo und hinter der Halle. Ja, okay. Vielleicht doch mal ein Baum. Aber wollen wir auch mal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen, ne, Leute? Bisschen. Sehr schön. Ein ganz bisschen Unkraut, nicht so viel. Überall wächst mal so ein Büschelchen. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Boah, wie natürlich das. Also wirklich. Kaufe ich ihm so voll ab, ey. Das könnte wirklich eine Szene sein, so aus dem Leben, die es wirklich gibt. Sehr schön. Ja, so ein kleinen Torplatz, den hat er sich gewünscht, weil er großer, ich glaube, Fußball, ne? Ja, Fußballfan. Ja, warum nicht, ne? Der Mapper darf ja auch Sachen für sich machen, ne? Nicht nur Sachen für uns. Das ist ja Donnerwetter, ne? Mit einer kleinen Tribüne dabei. Hat er sich mal gegönnt. Darf er auch haben. Also darf er auch wirklich haben. Hat er sich verdient. Da stehen Hotter Hüs als Deko. Da ist Map Ende auch, ne? Die 9 geht noch und danach ist Map Ende. Ach, und der Weg geht noch einmal um die 9 rumrum. Okay. Ist auch eine sehr schöne PDA. Kann man wirklich nicht anders sagen. Da ist selbst dieser Weg hinter dem Feld 9 ist eingezeichnet. Und der Zaun ist dann wahrscheinlich die Alienwand, ne? Wir gucken mal einmal, ob wir hier, wo der Zaun nicht ist. Ja, okay, die Alienwand kommt ein bisschen später. Hier kommt die Alienwand. Aber ist ja egal. Schnurzpiepen egal. Das ist mit dem Hügel und dem Teich. Da stehen auch Bäume. Ah, Leute. Schön, oder? Auch richtig clever gemacht mit dem Zaun dann, ne? Ah. Weil manche raffen das ja nicht, ne? Die wollen dann dahin, ne? Die sehen nicht ein, dass dann mal die Map auch irgendwann mal zu Ende ist. Und die brauchen dann echt so eine Baumtapete, damit die merken, hier ist die Map zu Ende, ne? Aber ich finde sowas viel, viel schöner. Richtig edel gelöst. Wirklich. Schön Hotter Hüs hingestellt hier. So ein bisschen so Dekokram, ne? Hier ist auch noch eine Verkaufsstelle für Stroh. Auch richtig dekoriert alles. Einfach. Da stehen die Hotter Hüs einfach so. Sehr schön. Oh, was ich auch schön finde, ist, dass ich auch direkt so einen Chill-Modus habe. Das war ein drauf rumgefahren Video schon, ne? Gar nicht so, boah, 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 sondern so,
oh ja, jetzt fahren wir mal hier rum und so, gucken uns das an. So, ganz auf entspannt, jetzt schon. Jetzt schon auf entspannt unterwegs. Ne? Dabei weiß ja jeder, nach 5 Minuten guckt so ein Video eh kaum noch einer. Ne? Also, ist ja allgemein bekannt. Oder, also ich kann es nachgucken, was ich so für eine, das ist irgend so ein Wert, der wird dann auch gemessen. Das ist auf jeden Fall nicht lang. Das ist nicht lang, die durchschnittliche Wiedergabedauer. Ich glaube, so ein volles Video in voller Länge, das geben sich nur die ganz, ganz Verrückten. Und so viele Geschwister habe ich gar nicht. So, da ist auch Map-Ende. Das heißt, dieses wunderschöne Örtchen ist ein rein dekoratives Gedönst. Mann. Kann man nur so einen raushauen, ey. Achso, ich wollte noch einmal gucken, ob man das Schild umheizen kann. Oh, die Schilder sind rum. Oh mein Gott, oh nee. Nee, ist klar. Ist klar. Natürlich sind die Schilder zum Umheizen. Einmal kurz hier durch den Wald, so ein bisschen. Oh ja, Bäume machen wir auch noch. Ich sehe es kommen. Nee, wir fahren. Oh, fahr wieder zurück. Jetzt mach hier keine Fitzmann. Nee. Fahr wieder zurück. Wir wollten nur einmal kurz den Wald sehen. Also wir anderen einmal zum Meer wollen, will ich immer einmal kurz in den Wald. Einmal kurz gucken. Auch mit diesem Sandhügel da, ne? Diese Böschung, die zu steil ist, wo der Regen das immer runterspült. Wahnsinn. Wie nicht? So. Ach, lass den Namen den LKW vorbei. Oh, die Verkaufsstelle ist aber auch was kuschelig, ne? Ich wollte noch einmal kurz gucken. Bei dem See ist Map Ende, genau. Das war letztes Mal auch schon so. Okidoki. Ist das nicht ein fettes Map Ende, Leute? So, wir müssen einmal hier kurz gucken. Das wird was puschelig hier, ne? Na gut, ach nee, du kannst mit dem Drehschemel hier rein und da wieder raus. Ich hab sogar mitgedacht, ey. Das Lamm. Auch hier kommt überall das neue Kopfsteinpflaster zum Tragen, quasi. Mega. Schöne kleine Umfahrt hat hier reingebaut, damit der paddelige Diego mit dem Drehschemel auch vorwärts rein und vorwärts rausfahren kann. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und hier den Teil der Map kennt ihr ja schon, ne? Da gibt es dann, kommen wir am Pferdehof vorbei. Ich wollte mal einmal kurz gucken, wie komme ich denn zu dem PE? Muss ich hier weiterfahren? Ja, sorry, du kannst ruhig vorbei. Ich bin hier auf gemütlich unterwegs. Jojo. Ach gut, ne? Ja, komm du auch. Komm, gerne. Mehr Zeit habe ich zum Schalendern. Oh, das wird ein Fest. Das wird ein Deutzfest, wird das hier werden auf der Map. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Schlenker. Sollen wir einmal kurz hier am Wald so einmal kurz Hallo sagen? Das ist wahrscheinlich so ein Holzplatz oder sowas. Ne? Oh, da hinten war auch noch was. Das war wahrscheinlich das P da hinten. Ne? Ach, was habe ich denn mit meinem P hier? Ja, hier ist Forst und da hinten kommt dann das P. Was weiß ich, vielleicht will ja einer mit dem kleinen Sägewerk arbeiten oder. Da gibt es ja so viele Sachen. Klar kann man auch auf eine Wiese stellen. Na, hier komme ich zum Holzplatz. Wir müssen nochmal wieder zurück. So kommen wir nicht dahin, wo ich hin will. Was weiß ich, was gibt es denn da noch? Zuckerrüben, diese Verarbeitung und sowas. Ne? So ein Krams halt. Den muss man ja irgendwo platzieren. Und hier hinten, ja, stört es halt keinen. Ne? Ist wahrscheinlich eine schöne, ebene Fläche. Ja, müssen wir ein bisschen trockenlegen hier, aber das kriegt man ja alles hin. Da gibt es ja Pumpen für. Ja, und dann kann man sich hier, ja, nach Herzenslust, ne? Wie man so will, ne? Wenn da
Na, komplett auf Wahnsinn stellt ja auch einen Hof hier hin oder eine BGA oder seine Fahrsilos oder. Oder, ne? Da gibt es ja derer Möglichkeiten viele. Sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, im Prinzip brauche ich jetzt ja nicht länger drauf rumfahren, ne? Wir haben die V2-Änderungen gesehen. Alles an dieser Map kann ich nur hart feiern. Und ich freue mich wirklich richtig dolle, dass ich dann jetzt auch ein bisschen drauf rumfahren kann. Also, nee, drauf rumfahren, nicht anzocken. Zocken. Nicht nur anzocken, auch zocken. So, das trifft es am besten. Fahr noch einmal bis zum Hof. Wir müssen mal gucken, wie wir das am Hof mit die Silo-Situation lösen. Obwohl, wenn wir mit Rundballen arbeiten, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sehr easy peasy an Silageballen zu kommen. Hier vorne platzieren wir auf jeden Fall eins. Vielleicht ein kleines Doppelfahrsilo direkt bis an die Straße. Wird eng, müssen wir ausprobieren, ob das was wird. Wäre natürlich mega, wenn man hier schon mal ein kleines Doppelfahrsilo hinmachen könnte. Und das andere Silo... müssen wir nochmal gucken. Da suche ich mir noch ein Plätzchen für aus. Vielleicht habt ihr auch schon Plätzchen gefunden. Es war mir eine Ehre, mal wieder so ein schönes drauf rumgefahren Video machen zu dürfen auf so einer herausragenden Map. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt immer noch zuschauen. Und bedanke mich natürlich beim lieben Richie und last but not least bei Dr. Kalle himself. Diego ist draußen. Habt euch lieb.